So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ja. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich hier schon war. Aber ich habe halt irgendwie jetzt die Befürchtung, wenn ich jetzt da runter schwinge, bin ich wieder hier unten in diesem Tümpel, wo ich durchtauchen muss. Deswegen gehe ich jetzt voraus. Ich weiß auch nicht, warum das überhaupt angezeigt hat. Neues Grab. Was soll denn das? Ich war doch hier schon. Also ich komme ja von hier. Also. Das verstehe ich nicht. So. Dann sind wir nämlich wieder hier. Tada. Und jetzt will ich noch zur Krypta. Und die ist da hinten. Denn da war auch noch irgendwas, wo ich nicht hin konnte. Was los? Genau, das war das hier. Da war auch noch was. Da habe ich nämlich auch den Haken dazu gebraucht. Deswegen gehen wir hier nochmal rein. Und das müsste eigentlich hier irgendwo gewesen sein. Müssen nur wegen der Fallen aufpassen. So, hier war der Sarg. Quetschen wir uns mal hier durch. Ach, es war wirklich nur das Golderz jetzt. Echt jetzt? Ich dachte, da kann man noch hochklettern. Na, das hätte ich mir sparen können. Das hätte ich mir sparen können. Aber total. Gut. Kann ich irgendwie eine Schnellreise machen oder sowas? Das wäre nämlich nicht schlecht. Am besten hier ins Lager. Basislager. Wegpunkt setzen. Nein. Schnellreise. Schnellreise. Ich habe einen Will. Ich glaube, das gibt's nicht. Gibt es das? Vielleicht gibt es es erst später oder so. Och. Na gut, dann latschen wir halt durch. Ich habe gedacht, es wäre einfacher. Okay, so geht's nicht. Wie ging es denn hier nochmal hoch? Wohl vergessen. Ist doch hier lang. Also irgendwie. Ach, hier ging's lang. Mimi. Gut, dann schauen wir mal, dass ich hier schnellstmöglich wieder rauskomme. Ich habe echt gedacht, da ist noch was. Oh ja, da ist noch was. Der Tod. Der Tod ist hier. Scheiße.
Oh, das ist gut. Jetzt hat es mich hier wieder rausgebracht. Auch gut. Nice. Gut. Wo muss ich hin? Kann ich rauszoomen? Ja, kann ich. Ich muss hier nach Osten. Nach Osten. Ich muss nach Osten. Da ist ein Hase. Da war ein Hase. Okay, ich muss eigentlich hier wieder hoch. Dann bin ich ja runtergesprungen. Also muss ich auch hier irgendwie wieder hoch. War es jetzt hier rüber? Ja, ich glaube hier was. Okay. So nicht. Hey Jonah. Alles Roger. So. Dann gucken wir mal, wo es da lang geht. Fließendes Wasser wäre schön. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. Was haben wir denn hier für eine schöne Hütte? Kann man da rein? Man kann. Ist auch irgendwas Interessantes? Archivarkarte. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was macht ihr dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück. Verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verformte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Hier aufstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Okay, komme ich auch irgendwie wieder hier raus? Ach, das wollte ich nicht. Scheiße. Damn it. Ich wollte das eigentlich überhaupt nicht. Oh Mann. Okay. One more time. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann halt nicht. Auf.
Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Wenn Sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Er ist ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen. Wo sind jetzt die Leiche? Ach da. Kann man da nichts looten? Das ist doch scheiße. Nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, Warte. Die wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wissen das Ganze? Hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Steh nicht für dich gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Was in Gottes Liebe? Versteck dich. Dave? Sammy? Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave! Dave? Wir erleiden Verluste! Na, kommst du auch ein bisschen näher, oder? Okay, ich muss näher. Alles klar. Kann man den jetzt looten? Nein. Oh nein, das kannst du dir abschminken! Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Hoffentlich waren das die letzten. Das war knapp. Ja. Her. Keine Ahnung. Gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Mein Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren, ihre Familie, das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Wie war deine Mutter so? Du erzählst nicht viel von ihr. Sie war kreativ, abenteuerlustig. Sie war wahrscheinlich der Klebstoff, der uns zusammenhielt. Nach ihrem Tod war es einsamer. Willst du nicht manchmal zurück nach Neuseeland? Doch, schon. Nicht so sehr wie nach Hawaii. Aber, ja. Deine Heimatländer sind so weit weg von... Allem? Vielleicht bin ich deshalb schon nicht frei. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
Das war's. Okay. Kriege ich jetzt den Feuerpfeil? Ah, alles klar. Hübsch. Komm schon, gehen wir. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Ach übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Ah. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Ah, aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir nur einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. So, jetzt können wir uns hier mal ein bisschen umschauen, denke ich mal. Die zwei sind beschäftigt, miteinander. Kann ich rein? Hallo, ich bin in die Küche. Es nuevo aquí. Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿Du bist nicht von hier? No. Trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. ¿Quiere negociar? Oh. Ah, hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? Nein, nur auf der Durchreise. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Danke. Fue un placer. Also ich muss ja ganz sagen, ich finde es ganz toll, dass die in ihrer Muttersprache sprechen, aber wäre es dann nicht logisch, wenn die gute Frau Croft auch in der Muttersprache antwortet und nicht auf Deutsch bzw. Englisch?
Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? Hier wird gechillt, überall wird gechillt. Gut. Weitermachen. Bin ich von da gekommen? Ich glaube ja. Dann gehen wir erstmal an den Beach. An den wunderschönen Strand. Okay, wir haben ein Geheimnis entdeckt. Beziehungsweise einfach, denke ich mal, die Karte aktualisiert. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Du denkst zu viel nach, Frau Croft. Viel zu viel. So, können wir hier noch was upgraden? Ja, geht. Pistole. Ich würde eh meistens mit dem Bogen wahrscheinlich was machen. Na, ich mache erstmal den Bogen fertig. Okay, bisschen abgegradet. Das muss sein. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Hier ist noch ein Schatz. Können wir tauchen? Yes, we can. Okay. Diese strahlend goldene Scheibe ist unverkennbar. Das hier ist Inti, der bedeutendste Gott der Inka. Er war der Gott der Sonne, Beschützer der Menschen und Spender von Wärme und Licht.
Einigen Legenden zufolge hat er den Menschen außerdem den Weg in die Zivilisation gewiesen. Die Inka-Herrscher betrachteten sich entweder als Intis direkte Nachfahren oder seine Inkarnation auf Erden, je nachdem, welchen Herrscher man fragte. So, jetzt sammeln wir hier noch das Zeug ein, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Denn ich überziehe sonst wieder ein bisschen hier. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Zumindest, wenn es nicht notwendig ist. Und jetzt im Moment ist es nicht notwendig. Und deswegen... würde ich sagen, ich mache hier einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part von Shadow of the Tomb Raider, wie es weitergeht. Also bis dahin, bye bye.